Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute in diesem Video zeige ich dir vier verschiedene Kameras, die du im Homeoffice nutzen kannst, um deine Videokonferenzen abzuhalten. Ich gebe dir ein paar Unterschiede, ich gebe dir ein paar Price Ranges, die du da nutzen kannst und wie du das Ganze vielleicht noch im Bild optimieren kannst und deine Videokonferenzen damit einfach besser werden. In einem der letzten Videos habe ich euch schon vier verschiedene Varianten oder fünf sogar gezeigt, wie ihr Sound aufnehmen könnt im Homeoffice, beziehungsweise welche Mikrofone wie gut und wie schlecht sind. Wenn dich das interessiert und du das noch nicht gesehen hast, dann schau am besten hier oben nach. Mitunter ist heute dabei die OBSpot oder OBSpot, keine Ahnung, OBSpot Tiny. Die wurde mir vom Hersteller zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe dafür nichts bekommen. Ich bekomme keine Bezahlung und ich muss sogar den Porto zurückzahlen. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch die. Das Besondere daran ist Gestensteuerung. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Thema. Ich zeige euch die nämlich zuallererst. In dieser Box relativ überschaubar der Zubehörumfang. Wir haben hier so ein kleines Booklet mit den wichtigsten Informationen. Und wenn ich das dann hier den Rest noch rauskriege, dann sehen wir hier unten drunter noch eine Warranty Card und da sind Kabel dabei, aber die Kabel sind alle schon dran, nämlich das Verbindungskabel vom MacBook in dem Fall, beziehungsweise vom Dongle zur Kamera. Wie die Kamera aussieht, das zeige ich euch jetzt auch noch. Das hier ist die OBSpot Tiny, eine Kamera, die sich, wie ihr seht, drehen kann und das Ganze nicht nur manuell, sondern auch vollautomatisch, denn die kann Gestensteuerung. Ich kann, je nachdem, was ich da einstelle, mit Gesten wie zum Beispiel einer offenen Hand einstellen, dass sie mir folgen soll. Dann erkennt sie mein Gesicht und folgt meinem Gesicht. Das macht sie auch verdammt gut. Außerdem kann ich mit einer zweiten Geste, die etwas an das Loser-Zeichen erinnert, zoomen und das zweimal. Das ist ziemlich cool. Ich kann das aber auch über Software steuern. Das Ganze zeige ich euch jetzt. Ganz cool gemacht. Hier unten ist sowohl eine Fassung, um das auf einen üblichen Tripod oder sowas aufzumachen oder drauf zu schrauben. Aber auch, und das finde ich noch cooler, hier oben ein kleiner Magnethaken, sodass ihr das Teil einfach auf den Magnet drauf machen müsst und es hält. Das ist ziemlich cool gemacht, sehr durchdacht. Diese kleine Halterung hier, da oben einfach ein Magnet drauf. Und damit könnt ihr das einfach auf den Monitor hier draufstellen. Macht die Kamera da drauf, fertig. Anschluss. Der Anschluss erfolgt über USB-C, da ist aber auch noch ein zweiter Stecker für 5 Volt DC in 1 Ampere. Der Stecker dafür ist nicht dabei, aber den braucht ihr auch im Regelfall nicht, sondern macht ihr hier einfach drauf und das war's. Dazu sehen wir jetzt ein Videobeispiel. So, das, was du jetzt siehst und hörst, ist die OBSpot Tiny. Das ist die Qualität des Audios und das ist auch die Qualität des Videos live. Was ihr jetzt auch seht, ich habe von hinten noch normales Tageslicht. Hier habe ich extra noch ein Licht hingestellt. Was ihr dann seht, ist, dass ich selbst ja fast im Dunkeln sitze. Das kann ich zum Beispiel mit einer Aperture MC lösen. Das ist so ein kleines Videolicht. Das stelle ich hier drauf. Ihr könnt aber auch einfach eure Schreibtischlampe nehmen und die Schreibtischlampe in Richtung euer Gesicht zeigen lassen und dann werdet ihr angeleuchtet und ihr seid besser zu sehen. Kleiner Tipp am Rande. Gestensteuerung von dieser Kamera hatte ich schon angesprochen. Im Moment ist da kein Tracking drin. Wenn ich aber in der Kamera bin und hebe einmal die Hand, dann tut sie das manchmal und manchmal nicht sofort. Jetzt wollte sie dann doch, jetzt nicht. Manchmal ist die Kamera komisch. Jetzt. Jetzt hat sie mich, okay. Ja, ist das schon direkt so eine Einschränkung, die ich wahrnehme. Nicht jedes Mal funktioniert das super gut mit dem Tracking, aber dafür gibt es auch das Tool, mit dem ich das machen kann und damit geht es dann auf jeden Fall 100% besser. So, jetzt kann ich mich auch hier hin und her bewegen und die Kamera trackt mich mit. Das funktioniert super. Wenn ich jetzt noch denke, um Gottes Willen, ich will ja nicht, dass jemand die ganze Unordnung dahinter mir sieht, dann kann ich hier einfach nochmal zoomen und das ist wieder der Vorführeffekt. Wenn ich nämlich jetzt diese Loser-Pose mache, die Kamera mag mich heute nicht, dann wird gezoomt und zwar zweimal. Das heißt, ich habe jetzt einen zweifachen Zoom drin und wenn ich mich jetzt zum Beispiel so hinsetze, dass ich hinter mir ja regelrecht mein Studio habe, dann habe ich dann kann ich den Hintergrund relativ frei bestimmen. Und ich kann dann auch theoretisch hin und her rutschen und im Meeting ja einfach so ein bisschen mehr
Man hat mehr Aufmerksamkeit, man wird mehr wahrgenommen, man hat wie so einen kleinen Kameramann, der einen immer verfolgt. Die zweite Variante, die ihr auch machen könnt oder nehmen könnt, ist zum Beispiel die Sony ZV-1. Die habe ich zum Beispiel auch selbst, ja. Und die habe ich hier an so einem Superclamp, ich zeige euch das in der Nahaufnahme, an so einem Superclamp einfach an meine Monitorhalterung dran geschraubt. Die ZV-1 oben drauf, ein Kabel dran. Und schon kann die auch als Webcam fungieren. Das geht nicht mit jeder Digitalkamera oder jeder Spiegelreflex oder jeder Systemkamera. Aber zum Beispiel mit der ZV-1 geht es, auch mit der Canon EOS M50, die hier gerade filmt, mit der geht es auch. Da gibt es ein extra Software, so ein kleines Tool, das ihr von der Hersteller-Webseite runterladen könnt. Und dann funktioniert das auch in Google Meet, in Microsoft Teams oder. Da ist eurer Fantasie am Ende keine Grenze gesetzt. Auch dazu seht ihr jetzt ein kleines Beispiel. So, das ist das Bild der Sony ZV-1. Ihr hört jetzt das Audio von der Kamera und ihr seht das Bild, was aus der Kamera direkt rauskommt. Übrigens, wenn ihr den Lüfter vom MacBook gerade hört, der ist nämlich gerade nur mal so 20 cm gerade weg und jault gerade auf Hochtouren. Ja, aber das ist die Qualität, die aus der Kamera kommt. Logischerweise irgendwie auch das Beste, was man so an Webcam anschließen kann. Immerhin auch ein Preis von 650 Euro. Eine andere Variante, die offensichtlichste Variante eigentlich, ist die Kamera zu verwenden, die das Notebook vielleicht schon innehat, wenn ihr ein Notebook nutzt. Denn dann könnt ihr das Notebook einfach auf eine Halterung drauf machen, beziehungsweise hier auf so einen Notebook-Ständer. Der jetzt von Yuzon, der kostet, ich glaube, knapp 40 Euro, ist sein Geld absolut wert, weil er ist sehr wertig, sehr stabil verbaut. Und das Teil ist 360 Grad schwenkbar, sodass ihr hier auch noch die kleine Anpassung vornehmen könnt, damit es euch im richtigen Winkel trifft. Vorteil hier, ihr habt die Kamera direkt so weit oben, dass ihr in Augenhöhe die Kamera habt. Denn dieser Winkel, dieser typische Winkel, den ihr kennt, das Notebook ist vor euch und der Bildschirm guckt ein bisschen hoch, so dieses von unten nach oben gefilmt. Jeder kennt es und keiner mag's. So habt ihr das ganz, ganz schnell im Griff. Externe Maustastatur und fertig ist das Ding. Ich arbeite hier mit mehreren Bildschirmen, deswegen habe ich hier auch die Wahl. So, der technisch versierte Nutzer merkt es sofort. Ich befinde mich jetzt in einer hundsmiserablen Situation, was Video angeht, denn das MacBook Pro 16 Zoll kostet zwar über 2.500 Euro, hat aber trotzdem nur eine 720 Pixel tolle Kamera da drin verbaut. Dafür ist das Audio wohl richtig gut, denn die Mikrofone im MacBook Pro haben Studioqualität. Da konnte ich mich auch schon einige Male davon überzeugen. Das passt. Da hört man auch jemanden, der noch einen guten Meter vom MacBook weg ist. Und der Winkel, wie gesagt, den habe ich nur deswegen schon optimiert, weil ich eben hier diesen MacBook-Ständer habe. Und deswegen kann ich auch hier so ein paar Grad nach links und rechts noch den Bildausschnitt verändern. Ansonsten ist klar, ihr seid mit dem MacBook alleine oder mit dem Notebook alleine etwas flexibler, was auch die Wahl des Hintergrundes angeht. Denn im Notfall wird das Ding einfach von allen Kabeln entledigt. Und ihr nehmt es einfach dorthin, wo ihr euch wohlfühlt, auch vom Hintergrund her. Kommen wir jetzt noch zu einer Variante, die viele von euch wahrscheinlich im Einsatz haben. Denn wer kein Notebook hat und trotzdem sich nach einer Kamera umschaut, kommt unweigerlich an diesen Logitech Webcams vorbei und wahrscheinlich auch nicht daran vorbei. Für die meisten ist das die Option Nummer 1. Einfach eine Webcam kaufen, die ich mir irgendwo auf den Monitor drauf machen kann. Dann habe ich vermeintlich zumindest bessere Audioqualität und Videoqualität, weil die Mikrofone von den echt dafür gemachten Webcams einfach ja, von Haus aus besser sind und die Qualität meistens schon Full HD. Auch für diese Kamera zeige ich euch ein kleines Beispiel, wie das Ganze aussieht. Das ist Audio und Video der Logitech C920. Die habe ich jetzt am Rand meines breiten Bildschirms so hingestellt, dass sie gerade noch so ein bisschen im Winkel anpassbar ist, denn normalerweise kann ich diesen Winkel, also dieses Drehen, kann ich mit der gar nicht machen. Und eigentlich der gerade Winkel wäre der hier. Weil ich nun mal im Zwei-Monitor-Setup unterwegs bin. Und ganz ehrlich, wer will das denn? Das geht gar nicht. Aber dafür muss man klar sagen, dass diese Kamera jetzt bedeutend besser ist als die eingebaute Kamera. Das heißt, mit wenig Budget, so um die 100 Euro, könnt ihr mit einer anständigen Webcam mit 1080p und einem guten Mikrofon schon einiges rausholen. Meine Empfehlung
ist gar nicht so einfach, denn ihr müsst immer schauen, für was ihr das braucht. Wenn ihr nur zwischenzeitlich ab und zu Videokonferenzen habt und ihr habt ein Notebook im Einsatz, dann könnt ihr das verwenden, holt einen Notebook-Ständer, dass die Kamera ein bisschen höher kommt, achtet ein bisschen auf Beleuchtung und dann habt ihr das, was ihr braucht. Wenn ihr ein bisschen höhere Ansprüche habt und habt ein Budget, entweder von der Firma oder für euch selbst festgesetzt, um die 100 Euro, kriegt ihr ordentliche Webcams, zum Beispiel hier die 10920, ist so ein Evergreen, war zwischenzeitlich zu Pandemiezeiten ganz ausverkauft, jetzt gibt es sie wieder. Da gibt es auch noch Upgrades und bessere Versionen, andere Versionen, keine Ahnung. Aber so um die 100 Euro für eine ordentliche Webcam kann man ausgeben. Es gibt auch Webcams für 30 Euro, die auch Full HD machen. Schaut es euch an, ich kann nicht alles testen. Der Standard ist diese 10920. Die OpSpot Tiny, diese Track-Kamera mit Handgestensteuerung und hast du nicht gesehen. Super gut für Leute, die eben regelmäßig gute Videokonferenzen machen wollen, wo das Tracking eine Rolle spielt. Das heißt, ich bewege mich vielleicht doch hin und her und stehe vielleicht zwischendurch auf, laufe hin und her, je nachdem in welchem Raum ich bin oder ob ich wirklich so eine Art Präsenz-Learning habe. Das heißt, ich stehe wirklich da vor einer Tafel und ich zeichne was an. Gerade für Lehrer, die vielleicht von der Schule aus ihr Learning zur Verfügung stellen wollen. Da ist das vielleicht durchaus eine Variante und auch eine interessante und gute Investition für um die 250 Euro. Wenn ihr ohnehin eine gute Kamera zu Hause habt, wie eine Canon EOS M50 oder eine Sony ZV-1 oder ihr wollt einfach gerade eine neue Kamera kaufen und überlegt euch, ob ihr das irgendwie kombinieren könnt, dann, wie gesagt, auf jeden Fall so ein Superclamp oder irgendeine Halterung, auch gerne so ein Mikrofonarm, den ihr vor und zurück machen könnt. Da könnt ihr im Notfall auch die Kamera immer drauf machen. Achtet ein bisschen auf das Gewicht, denn wenn die Kamera zu schwer ist und der Arm das nicht aushält, dann ist das natürlich auch nicht gut. Ansonsten einfach ein Tripod oder ein Stativ nebenhin stellen, neben den Schreibtisch und dann seid ihr auch gut dabei. Wenn du etwas Wertiges aus diesem Video herausziehen konntest, dann scheu dich nicht und like das Video, hinterlass einen Kommentar, welche Kameravariante dir am besten gefällt oder nicht. Und dann reden wir gern darüber. Ich beantworte so gut es geht die Kommentare. Ansonsten abonnier den Kanal, Evergreen, bleib dabei. Geh ran, die Community wird geil, die Familie wird größer und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.